Alles klar, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Wir sind ja immer noch in dieser Nebenmission. Und ich habe echt schon überlegt, vielleicht sollten wir also die Nebenmission. Ich weiß auch nicht, lohnt sich das? Lohnt sich das, die Nebenmission zu machen? Ihr seid hier die Pros. Wow, 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 wow. Ohne, komm mal her. Mal eben Raketen nachladen. Warum werde ich denn nur beschossen? Was ist denn mit den anderen? Das sieht so geil aus. Ich weiß es auch gerade gar nicht so richtig. Was muss ich denn überhaupt hier angreifen? Vielleicht die Spitze. Vielleicht. Wir sind die ganzen COD-Pros hier. Ja, ich bin dabei. Folter. Ich weiß auch gar nicht, was Folter die ganze Zeit labert. Weil die kann auch ohne Probleme mithelfen. Zwei Raketen. Das ist nicht so viel. Aber ganz ehrlich, ich sehe auch gerade. Sehe so gerade nicht, was ich angreifen soll. Es ist echt ein ziemlich Türme, die man aufschalten muss. Weiß nicht, die haben wir hier hinten auf jeden Fall zerstört. Hab eine Rakete, hab ich noch. So, mal eben hier abwarten, bis er die nächsten Raketensalven ausmacht hier. So, Drohne. Komm schon. Raketen nachladen. Geh mal zu. Einladen. Sehr schön. Passt aber auch gerade. Alter, Alter, Alter. Wow, wow, wow. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, Leute, was ist das Ziel eigentlich? Sollen wir die Geschütze irgendwo ausschalten oder was? Weiß ich ja nicht. Ich könnte mir es halt jetzt vorstellen. Ja, man sieht auch nichts, sobald man angeschossen wird. Zolter, du kannst gerne mithelfen. Was ist denn los mit dir? Und was werde ich denn nicht getroffen? Sieht auch nichts, was angefressen wird. Walter, du darfst gerne mithelfen, Mann. Du gehst mir langsam auf die Eier. Deswegen, das hasse ich ja, wenn die immer nur einen Spruch machen können. Ja, immer und immer wieder den gleichen Nerven. Ja, du musst helfen. Oder eher wie so ein Schwachsinn. Die selber sind hier noch nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Da hinten. Da fliegt ihr. Aber die macht auch nichts. Ich feuer die ganze Zeit hier. Alter. Ich versuch mein Bestes die ganze Zeit hier. Oh, Drohne. Lad mal ihm nach. Ich kann es ehrlich sagen, ich weiß einfach nicht, was soll ich denn anschließen.
was? Sind es denn die Kanonen, die komischerweise die Leute kaputt gehen? Ich hab doch keine Ahnung. Das ist so lächerlich gerade. Ist ja immer noch heil. So, jetzt. Die Zerstörer, haben wir, ne? Das Körper. Wow, 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 wow. So, Drohne kommt. Einladen, komm. Ich sehe da auch gar keine Kugel mehr. Von wo kommt denn das noch? Den Zerstörer ausschalten! Meinst du, ist es möglich, dass wir heute noch abschließen? Weiß auch nicht hier, wie lang ist das Story-Modus oder ist das vielleicht gar nicht so lang, sondern wird nur hier durch diese Nebenmission gesprochen. Ich weiß es noch nicht. Hallo? Jetzt hör mal auf. Hier runter. Ist unlogisch, oder? Ja, wo sind denn die Kanonen? Das kommt optisch einfach irgendwo her. Ich sehe die Kanonen nicht. Da ist noch eine. Ey, das ist schon wieder so behindert. Wieder nichts, Mann. Da ist eins. Da, hier, hier, hier. Da geht die auch mal. Da muss ich die Waffe auch wechseln. Kann auch sein. Alle die Raketen da rein. Ja, Mann. Jetzt will nochmal auf der Verarmung. Den Zerstörer aufhalten. Temperatur steigt. Auf den Zerstörer feuern. Das ist ja das. Sagen, Leute. Auf den Zerstörer feuern! Wo muss denn hier noch was rausgeballert werden? Da kann man da reinfliegen? Nee.
Man sieht nichts. Weil man beschossen wird, man sieht einfach nichts mehr, Ede. Halt die Fresse, Sol. Ey, du musst mich nicht nerven. Ja, ich bleib aber dabei. Das ist mein letztes Theorie. Das nervt mich nämlich schon wieder total an. Gut, oder? Aber von wo? Feuer doch schon die ganze Zeit. Wo ist denn hier noch was? Yes! Guter Abschuss, guter Abschuss! SDF-Zerstörer zerstört! Gute Arbeit, Leute! Gator, was sagt das Radar? Der Sektor ist so gut wie frei. Ein Ast befindet sich direkt voraus in der Kampfzone. Hol in die Räder! Greife an! So, wo? Da ist einer. Wo ist er denn? Schon. Hau ihn weg. Ein Ast weniger. Gut gemacht, Raider. Gut geschossen, Sir. Radar ist frei. Alle SDF-Schiffe wurden ausgeschaltet. Wunderbar geschossen, Scars. Melden Sie es Stratcom und schicken Sie ein Bergungsteam her. Zurück ins Nest, Scars. Alles klar. Retribution, Trupp im Anflug. Verstanden. Tower, Sie gehören Ihnen. Landeerlaubnis erteilt. Bereithalten für Einlassen der Drohne. Landeklappen und Fahrwerk ausgefahren. Lenksystem bereit machen. Gute Arbeit da draußen, Reyes. Von dir auch, Salt. Ja, ich weiß halt einfach nicht. Lohnt sich diese Nebenmission für irgendwas? Weil sonst würde ich das doch gerne einfach schnell durchziehen. Okay, das war eine echt nervige Mission, diese kleinen scheiß Geschütze da zu treffen. Und selbst das letzte Geschütz hat noch so viel Schaden gemacht wie alle zusammen. Es wäre mir eine Ehre, eines Tages an ihrer Seite Patrouille zu fliegen. Eine saubere Mission, Sir. Potenzielle Operation auf dem Bildschirm, sobald Sie bereit sind. So. Pluto ist bereit. Ja, ich weiß einfach nicht. Lohnt sich diese Nebenmission? Ich habe keine Ahnung. Sir, die Operation Feuerwasser soll auf dem Saturnmond Titan durchgeführt werden und bedarf sofort unserer Aufmerksamkeit. Um uns Zeit für den Wiederaufbau der Flotte zu verschaffen, müssen wir die SDF schwächen. Welches Ziel? Der Saturnmond Titan. Dort befindet sich eine wichtige Treibstoffstation. Sie landen mit ein paar Marines einen Transporter außerhalb ihres Patrouillenperimeters und suchen eine Landezone. Sobald die Truppen am Boden sind, schalten sie den Haupttreibstoffturm aus. Der Turm ist unser Zielpunkt. Bestätigt. Diese Operation hält den Feind in der Defensive und von der Erde fern. Captain, diese Mission ist für uns von äußerster Dringlichkeit. Wenn ich könnte, wäre ich mit dabei. Admiral Ende. Alles klar, bereit zum Sprung. Kollisionsalarm aktiv. Los in 3, 2, 1. Einschätzung? Nicht gut. Genauigkeit 0,86. Können Sie dranbleiben, Gator? Ich arbeite dran. Hohe Höhenbelastung. Gehen wir drauf? Zu 90% nein. Zu 10% ja. Beim Eintritt schweben. 3, 2, 1. Bericht! Fehlertoleranz 0,05. Guter Sprung, Captain. Gut geflogen, Gator. Boats, der Captain muss zur Waffenkammer. Ja, Mann.
Okay. Drei Jahrzehnte her, dass Truppen auf Titan waren, Sir. Meine Feuertaufe. Den Treibstoff, um zu rasten, bringt Ihnen jede Menge Sympathien ein. An Bord oder zu Hause? Beides, Sir. Die Kommunikation wird Aussätze haben. Wir hoffen auf schwach, aber verständlich. Also lächeln und durch. Zeigen Sie es Ihnen, Captain. Okay. Wenn Sie folgen wollen, Sir. Commander, die Kupplungen explodieren jedes Mal, wenn wir springen. Kommen Sie klar? Wir arbeiten rund um die Uhr, Sir. Staff Sergeant Omar ist drinnen. Auf Machheit bei 700 Metern. Überschall wohl noch bei 900. Nur bei vollem Schub. Captain, ich bereite die Stoppelhopser für Titan vor. Appell in 5 Minuten auf dem Flugdeck. Sergeant, check! Ah, ich gehe dann. Muss ein paar Karabiner vorbereiten. Danke, Chief. Waren Sie schon auf Titan? War ich. Job? Nein. Familie. Mein Dad war dort stationiert. Hat an den Pipelines gearbeitet. Er war schon im Ruhestand, als die SDF kam. Dann zeigen wir es denen. Liebend gerne. Ich habe lange drauf gewartet. Wie wollen wir es machen? Gemeinsam. Wir beide. Bestätigt? Bestätigt. Bewaffnete Aufklärung. Kleines Team. Wir greifen ein Sperrgebiet an. Ja, das Gute an der Sache ist, dass die SDF keinen gefragt hat. Und wir werden auch niemanden fragen. Meine Jackals sind schon bereit. Machen Sie es einfach so wie damals beim Portal. Wir machen alles dicht. Voller Stolz zu Diensten. Stolz ist zu 100% bona fide Scheiße, Reyes. Die Mission muss immer zuerst kommen. Verstanden. Sir, der Sergeant weiß, dass es im Gelöbnis der Navy um Stolz geht. Ich wusste doch, dass mir was an euch Drecksäcken nicht gefällt. Das erklärt die weiße Uniform und die U-Boote. U-Boote? Ja. Nur die Navy baut ein Schiff, das sinken soll. Rüsten wir uns aus und üben Rache. Captain! Ja? Nehmen wir Ethan mit. Ich will ihn im Team haben. Das wird er sicher gerne hören. Er hat den größten Respekt vor den Marines. Ja, das sollte er besser. Ethan, du bist dran. Melden bei Raven 2. Hab ein paar richtig gute Stücke für Sie, Commander. Unterwegs zum Titan, was? Ein Schild hilft dabei, alles zu finden, was sich so anschleicht. Kacke hier. Ich brauch Reflexvisiere, Mann. Wie sieht's aus, Boss? Raven 2 ist im Gate. Vorsicht, der Unterschallzug in Titans Atmosphäre ist heftig. Wer fliegt den Transporter? Bugs. Er setzt sie sanft ab, aber machen Sie sich auf einen holprigen Flug gefasst. Werden Sie luftkrank, Staff Sergeant? Nee. Es gibt immer ein erstes Mal. Hier geht's zum Transporter. Von mir! Okay. Es geht los! Festschnallen! Kampfsystemoffizier, bitte 7001. Festhalten, Kashima! Es wird holprig! Ein netter Platz am Gang für Sie, Sir. Linke Seite, Nummer 1. Falscher Einsatz, Metallmann. Hey, Feuer einstellen! Feuer einstellen! Der Bord gehört zu mir. Schluss mit dem Gerede, klar? Hinsetzen, Soldat. Ja, Staff. Sitcom 1, Captain. Start freigegeben, Borgs. Aye, Sir. Für Sprung vorbereitet. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Festhalten. Jetzt kommt's.
Ethan anbelangt, für das Schwermetall lege ich persönlich die Hand ins Feuer. Er ist einer von uns. Ethan, was ist die Navy-Devise bei einem Feuergefecht? Schick die Marines. Das war für Sie, Captain. Alles gut, Kashima? Ein bisschen schwindelig, Sarge. Zehn Sekunden bis zum Absprung. Sicher. Dann wollen wir mal. Brooks, öffne die Tür. Okay, nochmal zum Ablauf. Wir landen außerhalb der Raffinerie, gehen rein und markieren eine Landezone fürs Angriffsteam. Klar, klar! Wo wollen wir hin? Wir haben grünes Licht, Box. Okay, ich gehe heim zur Mama. Bin markiert, weiß ich. Steht das einer? Es trifft uns bei der LZ. Die Verbindung wird eher schlecht sein. Mistwetter. Sieht eigentlich fast aus wie zu Hause. War wohl nur halb so schlimm. Ich habe hier mal eine Bootstour mit meinem Vater gemacht. Es gab hier auf jeden Fall schon bessere Tage. Wieso kam Ihr Vater her? Um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Tja, die SDF hat's verdaut. Hat er gekämpft? Lass den Sergeant in Ruhe, Ethan. Nein, ist schon gut, Captain. Ja, Kumpel, mein Vater war Schütze. 32. Panzerdivision. Ah, Sieg oder Tod? Ja, genau der. Hat in der Schlacht um Deimos 2 Flugzeugabstürze überlebt. Wie der Vater, so der Sohn. Ungefähr zumindest. Die 32. gehörte zur Armee. Tja, das habe ich ihm verziehen. Okay, Leute. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie lange ist denn der Story? Also wenn man den Film nicht schaffen würde, wie lang wäre das Spiel denn überhaupt? Ich hab hier was. Hier war's mal richtig schön. Nur bis die Front kam. Die haben ein Arbeitslager draus gemacht. Mein alter Herr konnte gerade noch fliehen. Tja, ich glaube, die Typen hatten weniger Glück. Okay, wohin? Hier war ein Gewächshaus. Was ist denn jetzt hier? Oh, hier habe ich noch was. Leute, hier entlang, dadurch! Hier durch und zum Treibstoffturm gelangen. Brooks, Kashima, Sie passen auf. Der Captain und ich gehen nach links. Sergeant. Ethan, du unterstützt sie. Sir. Feind der Trinität, direkt vor uns. Diese Wachen haben Suchboards. Bleiben Sie im Schatten. Captain, ihr habt erfasst Feindreaktionen. Bei niedriger Anzeige bleiben Sie unbemerkt. Wilde Speer aufbringen. Roger, schwärmen wir aus, Captain. Sicher. Unauffällig bleiben, Captain. Ja, ich versuch's. Gib mein Bestes, Oma. Moment, ihr seid dran, Marines. Ziel erledigt. Gern geschehen. Fixe Arbeit, Kashima. Ja, ich kann nicht gesehen, Mann. Verstanden. Bleiben Sie bei mir, Captain. Hier durch. Ist klar. Achtung, Sir. Was ist los, Kashima? Feindliche Megas in Patrouille. Gehen Sie besser rein. Roger. Drin sind 2 Wachen. Den hab ich. Noch einer. Anderer Eingang. Kommt auf Sie zu. Bereich sicher. Sichern den Sektor. Over.
Schalldämpfer. Sehr schön. So, wohin? Guck mal. Gleich sicher. Vorsicht, Mechkopf, passieren das. Die Gruppe umgehen wir lieber. Verstanden. Oh, mal. Stoße zu Ihnen, Captain. Wir stoßen zu Brooks und Kashima weiter vor. Mehrere Ziele beim Ausgang. Ihre Entscheidung, Captain. Wir sind sicher. Anschalten, Captain. Alles erledigt. Alles frei. Danke für die Hilfe, Partner. Sind drin. Alter. Wir sind mega geil. Zwei Ziele voraus. Nach Ihnen, Captain. Anschalten, Captain. So zuvor. Alles erledigt. Alles frei. Sehr schön. Mehr. Direkt voraus. Ja, Leute, freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich bin Captain. Unten bleiben. Wie weg? Nee, weiter. Wo wir jetzt hin? Ah, die ausschalten oder was? Werfe Anti-Schwerkraftgranate auf mein Zeichen. Los! Gehen wir durch den Außenposten. Ja, Leute, ist sehr, sehr geil, aber es wird auf jeden Fall mein letztes COD sein. Bin dabei. Ah, komm. Geh auf. Brooks, Kashima, Vorstoß starten. Wir gehen rein. Roger. Ja, Leute, was wollen wir denn überhaupt dann nachmachen, weil bis Mass Effect... Hier, also Mass Effect Andromeda ist es ja nicht durch, Mass Effect 4. Dauert das ja noch ein bisschen. Kommen wir mal hier weiter. Was wollen wir denn als nächstes dann erstmal spielen? Wie wäre hier kann man landen, Captain. Wenn wir Platz, dass zwei Ravens abladen können. Ich rufe sie. Retribution, Radar 1-1. Wir haben die Landezone. Stark verteidigt. Schwere Bewaffnung nötig. Verstanden. Luftfracht ist auf dem Weg, Radar. Wir müssen das Gebiet für die Landung sichern. Ausschwärmen. Sie haben Feuerfreigabe, Captain. Aber ja, Moment, ich guck gerade jetzt in die Perfektion oder sowas. Wow! Was ist das denn? Alles klar! Hey! Brauche Deckung!
Sie entkommen! Down. Sehr schön. Das ist Oma. Bleibt liegen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Formieren wir uns, Captain. Ja, ich bin da. Radar und Brücke, Signal platziert. Sie haben Landefreigabe. Verstanden. Verstanden. Es nähern sich Feinde. Ankunft in etwa 3 Sekunden. 3 Sekunden zum Touchdown. Abstand zu den Signalen halten. Ravens kommen runter. Wenn wir hier durch sind, müssen wir zum Treibstoffturm. Wenn wir den Treibstoffturm sprengen, hat die SDF keinen Sprit mehr. Jawohl! Das ist doch schon besser so! Wir kämpfen an der Seite dieses Dings? Starten! Technikerin McCallum hat das hier noch mit eingepackt. Ist ein Geschenk für den Captain. Ethan, womit haben wir es hier zu tun? Ein C-12 Kampfroboter. Manuelle Feuerkontrolle. Wenig Hirn. Aber stark. Ist das sicher auf unserer Seite? Hoffen wir es mal! Sieht aus wie eine coole Version von Ethan. Das ist nicht komisch. Hör zu! Die Raffinerie ist einen halben Kilometer durch die Schlucht. Folgt den Panzerfahrzeugen und bleibt beieinander. Auf mein Kommando, klar? Klar! Auf uns wartet eine Raffinerie. Durch das Tor! Legen wir los! Hurra! Okay. Bei Ethan ist schon eine coole Socke. Wo ist der eigentlich? Nutze Ihre Information. Es gab vereinzelte Probleme mit der Automatisierung der C-12. Was für Probleme denn? Sie haben sich während der Schlacht einfach so gegen Ihre Teammitglieder gewendet. Heilige Scheiße, stimmt das? Nein. Halt die Klappe, Ethan. Ja, Sir. Scannt eure Sektoren. Wir kommen näher. Noch ein Frachter über uns. Hier ist echt was los, muss ich sagen. Kurs, linke Seite. Das ist unser Ziel. Formieren wir uns auf dem Kamm. Da überblicken wir das Land. Die Frage ist, wird es möglich sein, das Spiel heute durchzuspielen? Ich weiß es nicht. Dann ist natürlich die nächste Frage, was spielen wir als nächstes, denn bis Mass Effect Andromeda dauert das ja noch ein bisschen. Moment mal. Unten bleiben. Brooks, einen Überblick. Mehrere Patrouillen im Bereich. Primärer Zugang ist die Feuertruhe. Okay, Feuerkraft macht uns auf. Ethan, wie sieht's mit dem C-12 aus? Reyes Handgelenkscomputer steuert die C-12-Raketen. Ziel markieren. Jagen Sie es hoch, Sir. Roger. Feuer legen. Schon sehr geil, muss ich sagen. Vielleicht mal schauen, was wir spielen. Also entweder, ich hab mir überlegt, vielleicht machen wir doch jetzt endlich mal einen Horror-Titel, das wäre dann Alien Wake. Oder wir nehmen Mordor Schatten oder Rise of the Tomb Raider. Das dürftet ihr euch jetzt aussuchen. Das wäre dann halt der nächste Titel, den wir dann erstmal dazu playen. Aber natürlich echt von diesem Spielzeile bringen. Wir rücken aus! Los! Da ist einer an der Mauer! Jawohl, Sir! Da ist noch einer. Da war auch noch. Da sind noch mehr. Sie fallen zurück! Weiter Druck machen! Weiter Druck! Unsere Mission ist nicht gleich noch zu zerstören! Komm schon. Immer diese Granaten, ey. So häufig bin ich jetzt schon in den ganzen CD-Stream bei Granaten drauf.
rein mit vielen Kräften gerade. So. Ja. Gut. Der sah echt so aus, als würde er noch leben. Mist, ich bin nicht vor dir, Mist. Naja, hat nicht so ganz geklappt. Ich wollte hier ganz leer, da musste ich so reinstehen. Feindliche Soldaten! Auf dem Steg! Linke Seite! Oh. Sagen, auch wenn das für mich jetzt kein Call of Duty mehr ist, das habe ich ja beim letzten Teil schon gesagt. Aber das ist echt mit Abstand in meinen Augen das Beste. So, haben wir mal ein paar Gegner da. Geht gleich drauf, wenn ich nicht aufpasse. Feind? Nee, das ist Omar. Immer schön liegen. Gut, hier. Ja Leute, also, was wollen wir, wenn wir hiermit durch sind, sollten wir das heute noch durchbekommen. Was wollen wir denn nehmen? Rise of the Tomb Raider? Was hab ich denn noch gesagt? Alan Wake? Oder... Ja, aufpassen. Was könnten wir denn noch nehmen? Irgendwas, wo wir halt sicher sind, dass wir es auf jeden Fall noch vor dem Master Implementer durchbekommen. Weil ich so ungern mit den Mittleren anhalten müssen. Ihr könnt natürlich auch eine ganze eine kleine Runde, wenn da überhaupt Interesse daran besteht, Yu-Gi-Oh! Games auf Duelist spielen. Oh, das Ding hier. Wow! Was? Was war das denn? Gerade. Ich hab mich denn jetzt gerade von der Seite gebogen. Da. Was? Alter. Ich krieg das Kotzen. Das ist schon wieder diese perfekte dumme KI von COD, ey. Das ist schon seit dem ersten Teil. Seit 2001 oder 2003 ist es so behindert. Alter, der steht genau daneben. Ey. Kann man nichts dazu sagen. Let's see.
Was war Ethan? Wir müssen seine Waffen ausschalten, um ihn zu besiegen. Captain, Ihre schwere Waffe kann den Panzer durchdringen. So, da hinten noch mal hier. Oh, ich hab hier gerade wieder jemanden gesehen. Mann, geht euch das nicht auf die Nerven bei COD, dass die KI behindert dumm ist, dass die das einfach nicht geschissen bekommen, dass die Befreundeten auch mal Gegner finden. Wow. Aufspringen. Wow. Nein, gib mir das. Ja. Ja. Leute, das ist schon der geil, was wir jetzt machen. Wow. Netter Schuss, Captain! Sie würden einen prima Marine abgeben, Captain. Es ist nicht zu spät, ins Guard-Team zu wechseln, Sergeant. Wo kam der denn schon wieder her, Mann? Unser? Unser Junge kann noch kämpfen. Du bist da, sehr schön. Das Planquadrat ist erfasst, Sergeant. Roger! Alle NATO! Mit dem Kampfroboter zum Tod! Fever! Hier Raider, wir sind da. Haltet die Luftunterstützung in Bereitschaft, verstanden? Nicht verstanden, Raider. Ich wiederhole, nicht verstanden. Viva! Salter, wie war das? Kein Kanal mehr. Der Sturm wird stärker. Wollen wir weitermachen, oder was? Achtung, wir kriegen Besuch. Vielleicht die Luftunterstützung. Das ist keins von uns! Alles muss los! Wow. Ich habe dich, Sir! Können Sie laufen? Ja, los, so. Ethan! Oh, Alter. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich die falsche Waffe gewechselt. Ey, ich muss wirken, ey. Wo hat er denn meine Waffe hier? Nein, das war nicht die Karte. Das war nicht die Karte. Lieber. Was wollen wir denn jetzt? Wo muss man jetzt schon wieder hin? Helfen Sie mir beim Öffnen, Captain! Ja, ich bin da. Na ja, komm! Diesen Sieg! Komm schon, los! Rein da! Rein da! Hat noch zwei hinter mir! Zurück!
Simon. Alle Sato-Truppen haben sich zur sofortigen Exekution Coach. Zu ergeben. Wir werden nicht auf unseren Knien sterben, weder hier noch sonst wo. Wir müssen weg, bevor sie hier einfallen. Wir warten hier auf meine Luftunterstützung. Negativ, ich will eine Flagge auf diesem Turm. Nun, jetzt ist tot. Nur noch wir. Wir kämpfen mit allem, was wir haben. Mit allem. Ist das Ihre Empfehlung, Staff Sergeant? Ja, das ist sie, Sir. Wir schalten den Treibstoffturm aus. Das ist unsere Mission. Ja. Ja, aber wir müssen los, jetzt! Beetle, kannst du den Aufzug aktivieren? Ja, Staff Sergeant. Captain, nehmen Sie den zum Dach und geben Sie uns Deckung. Sagen Sie, wenn Sie da sind. Ethan, mitkommen. Aye, Sir. Salak, Sir. Wir sehen uns in der Hölle. Du sagst es. Gehen wir die Treppe rauf und finden einen Weg raus. Captain Rail. Es gibt keine Hoffnung auf Sieg. Wir begraben ihre Brüder, jagen ihre Söhne. Tod ist keine Schande. Ich bin in Position. Wir kriegen Unterstützung! Extreme Vorsicht, Gator! Als spucke man ins Höllenfeuer, Sir! Habt ihr den Arsch gerettet? Wieso hat das so lange gedauert? Kein Funk. Ich wusste, du steckst in Schwierigkeiten. Gerade rechtzeitig. Augen aufs Hut für einen Lagebericht. Unseren C-12 und die Angriffsfahrzeuge hat's erwischt. Ohne ihre Waffensysteme müssen wir den Turm mit einem Luftschlag auslöschen. McCallum hat eine Gasturbine für uns markiert. Wir treffen sie, der Druck steigt und der Turm detoniert. Bereit für die Party? Okay. Ich bin bereit. Gute Arbeit, Marines. Ab hier übernehmen die Scars. Roger, erledigen Sie es. Machen Sie uns stolz. Verstanden, Staff Sergeant. Den haben wir. Da ist noch einer. Den haben wir auch down. Ja, was schießt mit dem hier noch an? Hey, auch. So, worauf müssen wir denn jetzt schießen? Da sind wir ein paar Jäger. Wow. Ich komme gar nicht so schnell mit, ey. Sieht aus, als hätten wir freie Bahn. Okay. Du kannst die Turbine von innen öffnen. Mach dich zur Landung bereit. Ups.
dich mal auf Deckung. Mal. Jederzeit. Bleib doch einfach ruhig liegen, Mensch. Ihr könnt euch durch mich auch einfach verstecken. Dann würde euch nichts passieren, aber nein. Erledige das! Seite war noch was. Oh ja, hier sind auch noch ein paar. So, der ist weg. Ich wollte schon sagen, will er mich verarschen hier, dass er die ganze Zeit mich trifft, ist ihn nicht. Na komm. Turbine geöffnet. Ein Wort von Gator? Noch nicht. Ich hoffe es. Ethan, wo bist du? Rein mit uns. Ethan ist drin? Sehr gut. Sehen wir uns mal diese Turmdetonation an. Folgt den Leitungen und genießt das Feuerwerk. Machen wir es fertig und dann ab nach Hause. Würde ich auch mal behaupten. Nice. Oh oh. Ihr werft eine ziemlich große Flamme, Scar-Team. Schön, Sie zu sehen, Gator. Wir werden schon euch hinterwischt. Nicht nur ihr. Wir konnten die Olympus in der Wolkenschicht abschütteln. Na dann nichts wie weg, bevor sie uns finden. Wir sind startklar, Raider. Auf dein Kommando. Alles Gas, wir können starten. Verstanden. Zurück zur Basis. Zünde. Und normal. Retribution, Abflug. Verstanden. Initiiere Schubsequenz. Retribution, passieren die 19.000. Beschleunige. Roger. 35.000. Mach 1,5. Ich hab was auf dem Radar. Die Olympus. Mist. Ich kann nichts machen! Komm schon, komm schon! Er klebt direkt an uns dran. Jetzt
Jetzt funktionier schon! Manuelle Steuerung aktiviert. Ich bin oben! Zurück zur Red, aber schnell! Gator, man hört sich bereit, wir springen raus! Aye, Sir! Rosak hat's erwischt! Treffer, Treffer! Ich versuch's! Wir sollen abspringen! Nein, ich bring uns rein! Aufprall steht bevor, Sir! Wir müssen raus! Retribution! Angriff abbrechen! Zurückfallen! Empfange mehrere Signaturen! Sie feuern mit allem, was sie haben! Raus aus der Kampfzone! Sofort! Nein! Wir lassen dich nicht zurück! Gator, raus da! Das ist ein Befehl! Roger, Sir! Wir kommen zurück, Reyes! Hörst du mich? Wir finden dich! Viel Glück, 141. Und nun? Captain, der Anzug. Oh, ein Treffer im Cockpit. Linker Arm kaputt. Kein schöner Bericht, Sir. Captain, ich schaffe es nicht. Was soll ich tun? Lass gut sein, Ethan. Kann ich nicht, Sir. Sie sind mein Vorgesetzter, Captain. Sie sind meine Mission. Sagt wer? Ich bin Hardware, Sir. Komplett entbehrlich. Nein, nein. Du bist mein Bruder, Ethan. Wir sprechen da, Roboter, Bruder. Ganz genau. Ja, also, ich bin der Gutaussehende. Kein Zweifel. Das ist dann offenbar das Ende, Partner. Ich hab Angst, Sir. Ich auch. Bleiben Sie bei mir. Captain? Aufgegangen. Captain, hören Sie mich? Captain Reyes? Er kommt zu sich. Na bitte, Seema. Öffnen Sie die Augen. Ich bin Captain Farron von der Tigris. Herzfrequenz stabilisiert sich. Blutgaswerte normal. Das ist Chief Brian Blink, Sanitäter auf der Tigris. Wo ist Ethan? Ich bin hier, Sir. Sie sind auf einem Shuttle meiner Tigris. Ich bringe Sie zurück zur Retribution. Mein Schiff, meine Crew. Die Red ist in guten Händen. Helfen Sie ihm. Sie ist gleich da draußen. In all ihrer Pracht. Wer hat Sie kontaktiert? Lieutenant Salter. Sie bat den Admiral um ein Bergungsteam. Unter den Umständen empfand er die Bergung als zu riskant. Reyes hat die Rettung nicht autorisiert? Krieg kennt keine Freunde. Vielleicht bin ich egoistisch, aber ich habe nicht vor, hier draußen alleine zu kämpfen. Ich habe einen Piloten und zwei Späher zu ihrer letzten bekannten Position geschickt. Und gegen die Radialgeschwindigkeit? Gravitationswiderstand und noch etwas. Glück. Wir mussten Ethans Arme öffnen, waren um sie rumgefroren. Schutz des Captains bis zum Schluss. Echte Tapferkeit, Ethan. Echte Todesangst, Captain. Sei nicht so bescheiden. 5 Sekunden zum Dock. Danke, Farron. Sie haben uns gerettet. Wir sind ein 2-Soldaten-Orden. 50% Schwundquote ist nicht akzeptabel. Willkommen daheim, Captain. Das war mehr als die Pflicht gebietet, Farron. Kalkuliertes Risiko, Lieutenant. Ich kehre jetzt zur Tigris zurück. Gehen wir an die Arbeit. Passen Sie auf ihn auf. Captain, bitte. Ich komme schon klar. Ethan, geh zur Technik, zu Mac. Lass dich aufpolieren. Was ist mit Ihnen, Sir? Mach dir um mich keine Sorgen. Träumen Sie weiter, Sir. Salt, hab gehört, was du... Bereit? Immer. Deine Crew erwartet dich, Captain. Gehen wir, Reyes. Captain auf der Brücke. Sir, Admiral Reyes ist in der Leitung. Reyes verschwendet keine Zeit.
Auf den Schirm. Brücke versiegelt. Captain Reyes, tut verdammt gut, Sie zu sehen. Zunächst einmal, ich habe eine geheime Einsatzbesprechung für Sie. Wir sprechen in Ihrem Büro weiter. Ja, Sir. Komm, leiten Sie den Admiral ins Einsatzbüro des Captains um. Okay, verbinde jetzt. So. Ja. Was gibt es, Admiral? Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der Artis-Geschütze. Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten SDF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder. Er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Salt Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Reins Ende. Sichere Verbindung wurde getrennt, Sir. Danke, komm. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Reyes. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Jo. Die Einsatzkarte wurde für Sie aktualisiert, Commander. Die Tigris startet, Sir. Guten Flug, Farron. Sichere Reise. Ihnen ebenso, Captain Reyes. Es gibt eine neue Stratcom-Mission in der Nähe des Merkurs. Eine weitere Luftkampfmission ist ebenfalls verfügbar. Ich erkläre die Lage. Das ist Vesta 3, eine Minenkolonie, die uns alle nötigen Rohstoffe zum Wiederaufbau der Flotte liefert. Die Lieferung heute ist noch im Hafen. Gegen 1800 brach der Kontakt zu Vesta ab. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Vesta 3 ist nicht, wo er sein sollte. Orbitaler Pfad weicht vom natürlichen Kurs ab. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, Ma'am. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationsgrenze, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, kriege ich's hin. Versuchen wir's, Captain. Ihr habt's gehört. Springen wir. Alle Mann, Sprungstation. Kollisionsalarm aktiv. Antrieb in Ordnung. Schiff ist bereit. Alles klar. Und los, Gator. Sprung in 3, 2, 1. Status? Hüllenstabilität niedrig. Sie wird halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben. Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in 3, 2, 1. UV-Filter, polarisiert das Glas. Roger. Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung. Wo ist der Asteroid, Gator? Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Vesta 3 müsste da sein. Bestätigt. Vesta 3 direkt beim Bug. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. Rhodes, Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. Salt, du kommst mit mir. Klar doch. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Salt? Welche? Der Olympus-Angriff. Wie viele sind gestorben? 16. Du hast Mac gehört. Es ist nicht leicht. An die Arbeit hält. Na gut. Captain, Mac ist vorhin mal hier vorbeigekommen. Sie arbeitet an einem Geschenk für Sie beide. Okay. Vorsicht. ATAT. Automatische Anvisierdrohne. Viertes Modell. Feuert auf, was Sie feuern. Mac ist in Ihrem Element. Danke, Chief. Auf Vesta gibt es nur enge Winkel und raues Gelände. Ich habe ein paar von Macs neuen ATATs, um die Lücke zu schließen. So, habe ich denn. Zusätzlicher Schutz ist immer gut. Winkelboost. Arbeiterbots helfen beim Asteroidenabbau. Könnte nützlich sein.
Hätte halt da aber auch ganz gerne eine andere Waffe irgendwie. Na gut. Ausrüstung bestätigen und los geht's. So ist das richtig, Sir. Und dass auch immer wieder durchlaufen muss hier, ne? Immer Waffe auswählen. Wie kommt ein Asteroid so weit vom Kurs ab? Holen wir uns die Antwort. Wir sind keine Raketenforscher. Wollen wir den Chief holen? Lieber nicht. Das weiß ich mal. Was ist ein Kampfpilot in einem Regenschauer? Was denn? Furz trocken. Weise Worte, Lieutenant. Ihr Raven ist in Rampe 2. Der Staff Sergeant und seine Männer warten auf Sie und den Captain. Danke, Boss. Die Tauschkörper schrotten ihre Avionik. Kommen Sie bloß in einem Stück zurück. Mitgemacht. War jetzt auf dem Transport oder wo? Ja. Rühren. Wo ist der Metallmann? Der macht Zwangspause. Ich vermisse Herr Shima, Sie sind mein Co-Pilot. Newman kam vor Ihnen. Geht es Ihnen gut? Noch stehe ich, Staff Sergeant. So muss es sein. Und Ethan? Mac macht den Kampf bereit. Sehr Bastard. Das ist unser Fenster, Raider. Komm rauf. Wir sind genau am Ziel. Lieutenant Salter, grünes Licht. Schub in 3, 2, 1. Trennung erfolgreich. Scan-Reichweite in 30. Überprüf alle Frequenzen auf Notrufsignale. Verstanden. Funk an. Kein Marine bei dem Tagstern je so nah, das ist sicher. Ei, hören Sie das, Lieutenant? Wir brechen hier einen Rekord. Mund halten, Kasch. Das ist ein Befehl. Die Rotation des Asteroiden schwankt. Eine Minute ungefähr. Das ist 100-mal mehr als normal. Sehen wir uns die Tagseite an. Grad in der Sonne? Heilige Scheiße. Bring uns in Deckungshaut. Roger. Niemand hätte das überlebt. Das wissen wir nicht. Die Anlage ist Schrott. Zur Basis zurück und Rains Bericht erstatten. Wir sollten einen Landeplatz finden. Das ist nicht ratsam. Staff Sergeant. Sie wählen die Mission, Captain. Nicht andersherum. Wir gehen da runter. Suchen und retten. Aye, Sir. Da vorne ist ein Hangar. Da können wir landen, im Schatten der Sonne. Okay. Roger, Landeanflug. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Schubrüstung, los! Hier eigentlich. So, mal eben anziehen hier. Tragen wir die Überlebenden, Captain. Mir nach, zuhören! Wir dürfen uns unter keinen Umständen verlieren. Zusammenbleiben und die Sonne meiden. Verstanden. Finden wir die Zivilisten, tot oder lebendig. Los hier. Ja, das los, los. Noch nicht. Das ist heute Event. Muss alles sicher sein. Mann. Okay. Okay. Ich weiß, halt ich weiß keine Ahnung, wie lange das Spiel sein kann. Genau hier. Das ist unser Einsatzpunkt. Heilige Scheiße. Die Station bekommt nur Strom in den Fällen. Sieht geil aus. Die Generatoren sind sicher hin. Das Licht darf uns nicht treffen. Ja, der nächste Zyklus beginnt jede Sekunde. Wir müssen im Schatten bleiben. Wir haben keine Wahl. Sorte hat recht. Die Solarpaneele geben uns die Deckung, die wir brauchen. Das ist unser Fenster. Breit machen. Jetzt! Los! Lauf! Komm! Wow. Scheiße, das war knapp. Sie hatten recht, Kashima. Die Generatoren kochen und behalten keine Ladung. Der Strom kommt und geht mit dem Licht. Bleiben wir konzentriert. Nutzen wir es aus. Total irre. Hört ihr das, Leute? Ich habe unsere Signalquelle.
Beach schon. Den hat's wohl draußen erwischt. Der Kerl ist mal gut durch. Ich sehe ein großes Gebäude. Wir müssen nur zu dieser Luftschleuse. Hat jemand Hunger? Ich ja. Die Sonne geht unter. Beeilung. Wow. Und los, jetzt! Mal Platz hier. Wo? Oh. Lauf! Kurs ein, Bewegung! Na los, Raider, Tempo! Alter, Alter, Alter! Luftschleusen auf Reserve. Wird im Notfall ausgelöst. Tja, das hier ist wohl ein Notfall. Machen wir weiter. Wollte das so knapp sein? Er ist doch gebrutzelt worden. Vorbei, jetzt lass mich doch mal gehen. Hört ihr das, Leute? Heilige. Sieht nach einem Beben oder so aus. Um hier alles aus dem Orbit zu kriegen, braucht's schon mehr. Alle Mann verteilen, mal sehen, was wir finden. Komm ich hier mal um? Hier, da ist noch ein Weg. Hier die Waffenkammer. Die haben hier fast alles ausgeräumt, was? Sieht so aus. Hey, hier ist nichts mehr drin. Ich hab hier was mit ihrem Namen drauf. Was ist das? Wir müssen auf uns aufpassen, richtig? Soll ich den. Wie sie soll. Na gut. Apropos, Ihr Offizier, ist sie, naja, zu haben? Wissen Sie was? Ich glaube schon. Gut zu wissen. Wir müssen auf uns aufpassen. Ganz genau, Captain. Ja, jetzt kann ich wohl nein schießen. Aber okay. Oh, Scheiße. Auf mit der Tür. Hey, ich hab hier was. Unterwegs. Wollte mal Platz. Sein Schusswechsel gab. Sie so kamen wohl nicht so gut miteinander aus. Vielleicht hatte Ethan recht. Damit wir sie abtrünnig werden? Ihre Sicherheitsboards haben sie angegriffen? Können sie das überhaupt? Zusammenbleiben. Atemmassen. Sektoren scannen. Von diesem Punkt aus suchen wir nach Überlebenden. Mir nach! Ich bin da, Fever. Gebe Deckung. Alter, jetzt mach doch mal Platz hier. Ich möchte nicht weitergehen. Was soll das? Arbeite drum. Unbewaffnet. Warum bewegen die sich so? Bewegen sich aber. Da ist Blut an den Wänden. Hat er gerade gesagt? Ein toter Zivilist. Noch einer? Sieht nach Genickbruch aus. Ah! Ist verletzt, Lieutenant? Alles gut, Kash. Geh mal vorbei. Licht aus. Nachtzyklus. Dann hängen die Drohnen am Stromnetz. Genau, man. Öffnen wir diese Tür, Reyes. Okay. Ob noch jemand am Leben ist? Weißt du nicht. Hoffen wir es. Ja, auf damit. Wir finden sie, Captain. Wir Strom ist an, die sind aktiv. Wieso greifen die? Was zur Hölle, Mann? Warum schießt unsere Technologie ab uns? Halt Kontakt! Immer weiter feuern! Wie denn noch? Weiter! Sehr schön, Leute.
macht ihr denn? Der ist so schon lange hin. Oder? Weiß ich nicht. Der wirft aber. So, helfen wir mal die Tür mit aufzuziehen. Ja, komm. Irgendwas mit Zugang zum Überwachungssystem. Sehr gut, Marines. Mit Kameras könnten wir unser Personal finden. Waffen und Munition! Los, bedient euch! Achtung, Dato, rote Lichter voraus! Könnte das Kommandozentrum sein. Auf Schattenwarten! Ja, linke Seite! Das sind noch viel mehr! Wow. Wieso gehen die denn nur auf Milch, ey? Was ist das? Ich hasse diese Auto-Aim-For-Player. Los, jetzt! Kurze Frage, wie stehen die Chancen, dass diese Leute noch leben? Das können wir erst im Kommandozentrum wissen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Zum Kontrollraum geht's hier lang. Mist, das Ding ist verriegelt. Was ist das? Alter, dauert das lange. Den Prozent. Nachladen. Hey! Komm schon. Was für ein Plan wäre. Rein mit uns, kommt. Ich habe keine Munition mehr, ey. Sie denken, das waren alle? Wäre zu schön, um wahr zu sein. Warten wir es besser nicht ab. Das ist verrückt. Sicher! Alles sicher! Captain Reyes, sehen Sie mal, das könnten unsere Zivilisten sein. Ja, das sind sie. Und wo sind sie? Na, Landegebiet über den Minen. Du hattest recht, Captain. Salt, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen. Okay, ich erstatte der Red einen Lagebericht. Gut, der gehört. Wir schaffen diese Leute hier raus. Die Mine ist genau vor uns. Hört auf, gehen wir. Okay. Feindliche Truppen. Dieses Gebiet wird von der SDF kontrolliert. Munition lang geworden. Ah, jetzt haben wir gerade nicht. Ich schieße auf den Falschen hier. Feindliche Maschine gesichtet. Greife Feind an. C6! Auf dem Steg! 12 Uhr! Mech! Erdgeschoss! 12 Uhr! Kommst du keine Zone?
Sehr schön. Oh, da ist es gut. Aber die hält man nicht mehr eh so. Wie viel muss man denn jetzt hier durchschlagen? Auf dem Steg! 1 Uhr! Ja, wo müssen wir denn hin? Da hängt ja da. So. Wow. Ich brauche Munition. Hey! Mann, ich hab keine Munition mehr. Da wollte ich mich verarschen. Hast du nicht irgendwo eine Munitionsbox oder sowas? Ich habe keine Munition mehr. Ja, die Waffe bloß wieder. So, weiß ich, kann ich die auch aufladen? Damit gerecht, dass der mich jetzt zur Seite wegkickt. Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Retribution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Wir haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin warm. Wir wollen keine Unfälle. Formieren. Bisschen geblutzt. Ich bin Commander Nick Reyes. Wir werden Sie retten. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein SDF-Schiff kam wie aus dem Nichts, hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen. Die Olympus war hier, Captain. Unsere Mechs haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg. Dann gibt es nur noch Sie. Der Landeplatz ist da draußen, geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommen die Bots hier rein. Wollen Sie hier weg oder nicht? Holen Sie Ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Ich bringe Sie zum Schalter, Captain. Aber mehr nicht. Fever! Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden. Ich bin in Position. Okay. Dieser Hebel öffnet die Rollläden. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Ach, ich denke schon. Landezone offen, Fever. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern, sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Landezone offen, Fever. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Alter, ist das ein bisschen übertrieben gerade? Weiß er nicht, aber...
Landezone offen, Fieber. Nutze den Schatten. Urteilen zu können, aber ich dachte, Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Ein bisschen, oder? Ja, jetzt. Hallo. Was macht ihr nochmal kaputt, Alter? Was ist denn mit... Ich hasse diese verfickte Schwachsinns-KI bei COD. Landezone offen, Fieber. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Zone offen, Fieber. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Nutze den Schatten. Du auch, Raider. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Einfach. Wehrt sie ab. Evakuieren im Nachtzyklus. Einer. Elf Uhr. Die ganzen Granaten da reinschmeißen. Die sind echt gut. Die Granaten. Nachladen. Aber so langsam. Ich bin hier ein bisschen betrinkt.
Ich habe auch ein bisschen Angst, drauf zu gehen. So. Und weg hier. Alter! Hä? Alter, wollt ihr mich... Alter. Oh, ein Glück. Der Savepoint. Also der Checkpoint. Der ist gut gewesen. Ich wollte schon gerade... Danach. Nein. Was ist denn das für ein... Ja, sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Wieso können die da einfach so viel rennen? Das macht keinen Sinn. Das entscheide ich. Die Mission geht vor. Omars Worte, nicht meine. Ich bring meine Leute heim, Salt. Wir beide. Captain, er ging freiwillig. Er musste nicht, Corporal. Zwei Sekunden, Salt. Er hätte nur zwei Sekunden gebraucht. Die zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht. Und wenn nichts gewesen wäre. Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Ich weiß nicht. Doch, tust du. Zögern heißt ein Loch im Schädel, Reyes. Wir beide wissen das. Es ging einfach nur so. Es geht immer auch anders. Nicht immer. Seit wann? Seit du der Captain bist. Vulkan Red. Legen Sie los, Gator. Uns liegt ein Notfallbericht vor, Captain. Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein. Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht. Roger, wir haben Zivilisten an Bord. Verstanden. Bereiten hier alles vor. Ende. Dieser Tag ist noch nicht zu Ende. Wir sollten den Feind bekämpfen. Und nicht uns gegenseitig. Grünes Licht für alles, was nötig ist. Tut mir leid mit Omar Reyes. Mir auch, Salt. Lieutenant Salter? Wir übernehmen das, Sir. Kommen Sie später auf die Brücke, Corporal. Captain, yes. Hier entlang, bitte. Bitte um Lagebericht. Was ist passiert? Ein Notsignal von Farrell. Sollte auf Ihrem Hut sein. Werden angegriffen. Von der Olympus-Mod.
Tigris wird angegriffen. Haben wir Kontakt zu Farron? Sonneneruptionen stören uns. Geta versucht, ihre Position zu bestimmen. Gab es Probleme mit der Aufklärung, Sir? Wir haben da draußen Leben gerettet, Ethan. Aber es gab ein paar Probleme. Was für Probleme, Ma'am? Star Sergeant Omar hat's nicht geschafft, Ethan. Tut mir leid, das zu hören, Sir. Gator, ich hab den Captain. Wir kommen jetzt rein. Captain hat die Brücke. Brücke verriegeln. Aye, Sir. Signal der Tigris lokalisiert. Sprung zu der Position vorbereiten. Springen, wenn bereit. Aye, Sir. Lieutenant Salter, Jackos in Alarmbereitschaft. Ravens für Überlebende bereithalten. Reyes, ich rechne nicht. Salt, tu's einfach. Ja, Sir. Captain, der Com-Offizier sagt, Sie haben eine Prioritätsnachricht vom Admiral in Ihrem Büro. Okay. Lieutenant Salter hat die Brücke. Über den Kriegsgefangenen aus Genf. Identifizieren Sie sich. Commander Nick Reyes. 3, 2, 1. Wir glauben, Rias Mission war, sich zusammen mit Artis zu zerstören. Sein implantierter Transponder wäre zerstört worden und das fehlende Signal hätte die Feindflotte angreifen lassen. Stratcom kann nur vermuten, dass eine Invasion folgen sollte. Wir müssen darauf reagieren, Captain. Machen Sie es zu Ihrer Sache. Reins Ende. Captain, das Schiff ist in Position. Wir sollten sie da rausbringen. Alles klar. Captain Farron. Salt, bring sofort dein Bergungsteam da raus. Da draußen ist niemand, Reyes. Gator, Info ans Flugdeck. Ich gehe selber raus. Ich begleite Sie, Sir. Captain. Es gibt absolut keine Lebenszeichen. Ein Totalverlust, Sir. Eine Signalboje. Die ist nah. Ich hab sie. Durchstellen. Ja, Sir. Hier spricht Admiral Salem Koch von der Olympus Mons. Das unser Schiff Tigris liegt in Trümmern. Es gibt keine Ruhe für die Gegner der Front. Ich spreche nun zur Retribution. Wir werden sie innerhalb und außerhalb ihrer verblassenden Welt bekämpfen. Ihre Städte werden sich ergeben, zerbrochen und schwach. Wir werden nicht scheitern. Mars in Eternum. Das war eine Falle auf Vesta. Die Tigris oder die Red mussten reagieren. Es war ein Hinterhalt. Corporal Brooks hat recht, Captain. Brooks ist kein Corporal mehr. Sie sind jetzt Sergeant. Sie sind der Kommandant der Marines auf diesem Schiff. Eine Ehre, Sir. Kontaktieren wir Admiral Reyes jetzt, Commander? Nein. Staff Sergeant Omar sagte, man muss die Mission wählen, nicht umgekehrt. Und genau das machen wir. Also los. Ethan, aufzeichnen. Roger. Stratcom schickt uns vor, uns erwischt es. Dieses Mal die Tigris, nächstes Mal die Red. Respekt vor dem Admiral, aber wir machen die Arbeit. Hissen wir die schwarze Flagge und knöpfen sie uns vor. Recht so, Captain. Die SDF schützt alle möglichen Ziele. Da draußen. Wir werden das Blatt wenden. Wir legen zu Hause selbst einen Hinterhalt. Die Erde, Sir? Wir locken die Olympus nach Genf und schalten sie aus. Das ist mal ein Plan. Darf ich fragen, wie, Captain? Wir haben einen SDF-Transponder. Er wurde dem Agenten implantiert, der Artis in Genf ausgeschaltet hat. Es war eine Selbstmordmission. Er hätte beim Tod des Agenten aufgehört zu senden. Wir hätten unsere Geschütze verloren und Sie Ihr Transponder-Signal. Und das führt zum Angriffsbefehl. Die Flotte würde sofort angreifen. Einwendung. Die Geschütze sind aber noch da, Sir. Das muss die SDF ja nicht wissen. Wir werden sie überraschen. Artis greift die Flotte an. Eine Täuschung. Wir richten an und sie kommen zum Essen. Und die Retribution? Die nehmen wir aus dem Spiel. Hat genug gelitten. Lichtschlucht, weit außerhalb der Atmosphäre. Die Reaktionszeit aus der Entfernung wäre erheblich. Wir könnten nicht helfen. Ein Sprung in die Atmosphäre wäre katastrophal. Allein die Druckwelle wäre vernichtend. Hoffentlich kommt's nicht dazu. Ethan, Taktik auf die Karte, Bericht vorbereiten und direkt an Stratcom schicken. Ja, Sir. Das könnte das Blatt im Krieg wenden, Captain. Ich zähle darauf, Brooks. Bereiten Sie Ihre Leute für den Einsatz vor. Ja, Sir. Mac,
Sorgen Sie für genug Energie. Captain, ich will dieses Schiff, Reyes. Holen wir es uns, Salt. Bereit, Captain. Ich erwarte Ihren Befehl. Der Erde wurde eine Markierung für Ihren Missionsplan hinzugefügt, Sir. Das ist unsere letzte Chance, die Karte aufzuräumen, Sir. Wenn nicht, setzen wir einen Kurs nach Hause. Ihre Entscheidung. Captain, Lieutenant, wir haben heute unvorstellbare Verluste erlitten. Captain Alder, Captain Farron. Staff Sergeant Omar, gefallen auf Vesta 3, Sir. Eine Schande. Er war ein guter Mann. Ein guter Marine. Er starb in meinem Dienst. Das ist nicht Ihre Schuld. Späte Einsicht können wir uns momentan nicht leisten. Ich wurde informiert, Stratcom hat Ihre Genf-Initiative gebilligt. Auf Ihr Geheiß wird der Gefangene zum unser Hauptquartier gebracht. Ein Sanitätsteam wird den Transponder aus dem Subjekt entfernen und anschließend verbrennen. Ich fliege einen Raven zum unser HQ. Das wird dann unsere Einsatzzentrale. Wenn alles wie geplant läuft, erhalten die SDF-Flotte und die Olympus Mons das Angriffssignal und dringen in unseren Luftraum ein. Dann feuern unsere Artis-Geschütze. Gut gemacht, Captain. Rains Ende. Bereit für Sprung. Ab nach Hause. Amen. Kollisionsalarm aktiv. Los in 3, 2, 1. Evaluierung. Guter Sprung. Präzision 0,98. Sie machen das immer besser, Gator. Noch besser auf dem Motorrad. Da will ich mal mitfahren. Und ich will ein Rennen. Jetzt kommt der Sprung. Schweben bei Eintritt. In 3, 2, 1. Bericht. Fehlertoleranz 0,0. Perfekter Sprung. Gut geflogen, Gator. Ein Kunststück bei dieser Crew, Sir. So viel ist klar. Gehen wir aufs Flugdeck, Captain. Verschwinden Sie, Gator. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Ich rufe Sie wieder. Sprünge in dieser Atmosphäre gehen nicht. Verstanden. Sie haben die Brücke. Alles klar, Leute. Aber wie es weitergeht und ob wir die Erde befreien können, sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis Nachmittag.